das wohl meistgefragteste klein und kurvig Video überhaupt. Also egal, welches Video ich bis jetzt gemacht habe, dieses Kommentar kam immer. Ich soll Bademoden für euch testen. Ja, dazu muss ich sagen, ihr habt wahrscheinlich im Titel schon gelesen, dass ich das jetzt machen werde, aber nur um es gleich mal vorwegzunehmen, ich bin natürlich nicht zu 1000% zufrieden mit meinem Körper, auch wenn diese Videos vielleicht sowas ausstrahlen, also wenn ich euch Klamotten zeige und euch zeige, wie man sich anziehen kann und wenn ich euch zeige, was für Schnitte es gibt und welche Größen ich trage und so weiter, heißt es natürlich nicht, dass ich sage, hey, schaut mich an, ich bin Mrs. Body Positivity, ich stehe zu allem, was ich an mir habe. Das ist einfach nicht so. Es gibt natürlich auch Dinge an mir, die ich nicht mag, genauso wie es jeder andere Mensch auch hat. Aber ich habe einfach in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass ich keine Lust mehr habe, Kraft da rein zu investieren, Dinge an meinem Körper zu hassen, mich nicht wohlzufühlen, mich zu verstecken, den ganzen Tag nur auf Sport und Ernährung zu achten. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Drum blieb mir nichts anderes übrig, als das, was ich habe, zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Und genau das tun wir hier. Ich traue mich auch jetzt wirklich nur, dieses Video für euch zu machen, weil mir der gemeinsame Austausch, den wir haben, also alles, was ihr mir an Kommentaren, an Nachrichten zukommen lasst, dass ihr euch selbst mit dem Hashtag klein und kurvig markiert, gibt mir unheimlich viel Kraft, zeigt mir einfach nur noch mehr, dass ich genau so, wie ich bin, sein kann und sein darf, dass jeder von euch so sein darf, wie er ist. Und ja, ich finde einfach schön, wenn wir uns gegenseitig motivieren können, dafür so zu bleiben und zu zeigen, wer wir sind. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Ich habe, ich glaube, 9 Bikinis und Badeanzüge bestellt. Gleich mal vorweg, ihr werdet jetzt in diesem Video keine Bikinis sehen, in denen man meinen Bauch und alles sieht, weil ihr ja wisst, das ist meine Problemzone. Ich werde euch jetzt aber einmal diese Problemzone zeigen, damit ihr verstehen könnt, warum ich das nicht tue. Haben wir also meinen Körper in seiner vollen Montur? Ja gut, ich meine, den Kopf müsst ihr jetzt nicht sehen, um den geht's nicht, den mag ich auch so, wie er ist. Aber ich habe schon ganz oft das Kommentar bekommen, du bist doch gar nicht kurvig, das kann doch gar nicht sein, dass du Größe 40 trägst und so weiter und so fort. Was ich übrigens auch nicht gerade sehr positiv finde. Also ich finde es auch nicht schön, solche Kommentare zu bekommen. Ich habe halt mal die Größe. Aber ganz oft habe ich auch gehört, du hast doch keine kleinen Brüste. Ja, ich habe keine extrem kleinen Brüste, aber ich habe jetzt auch extra kein Push-Up an. Ich habe halt Brüste, die von 2 Kindern gestillt wurden, wollte ich jetzt gerade sagen, mit denen ich 2 Kinder gestillt habe. Das heißt, da ist nicht mehr viel übrig. Die haben halt Dehnungsstreifen über und über und die sind einfach leer gelutscht. Haben wir jetzt also einmal Chucky im BH mit einem komplett weißen Bauch, weil ich sonst im Bikini nicht rumlaufe, sondern nur im Badeanzug. Also, meine Brüste sind, wie man sehen kann, halt einfach ein bisschen leer. Da ist halt nicht mehr viel drin, ne? Deswegen finde ich, habe ich kleine Brüste. Und mein Bauch ist, wie man sehen kann, in der Hose sieht man nicht viel, ohne Hose, halt sehr schwabbelig und sehr streifig. Was ich persönlich jetzt nicht super schön finde, deswegen präsentiere ich es nicht überall, aber das gehört halt einfach dazu. Ich habe, wie jeder andere Mensch auch, meine schönen Hüftgoldpolster, die habe ich allerdings schon seitdem ich, keine Ahnung, 15, 16 bin. Also die hatte ich auch schon, als ich sehr schlank war. Und das hier vorne ist halt einfach das Überbleibsel von 2 Schwangerschaften, das nicht so recht weggehen möchte. Es ist so, wie es ist da. Und wie man sehen kann, ich habe halt wirklich von hinten bis vorne überall Dehnungsstreifen, die ich sehr gerne in einer dafür geeigneten Bikinihose verstecke oder eben in einem Badeanzug. Mit meinen Beinen bin ich relativ zufrieden, das wisst ihr ja, auch meinen Po mag ich sehr gerne, also da will ich gar nicht meckern. Aber auch hier gibt es Teile, die ich nicht mag, wie jeder andere Mensch auch. Ich habe so viele Komplimente von euch für meine Beine bekommen. Ich zeige euch jetzt mal hier eingeblendet kurz, dass ich auch an meinen Beinen Probleme habe. Ich habe zum Beispiel immer blaue Flecken überall und ich habe von meiner ersten Schwangerschaft Dehnungsstreifen bis zu den Waden hinunter. Die sieht man halt einfach, wenn man ein bisschen bräuner gebrannt ist, fällt es nicht so auf. Aber ich habe definitiv auch da meine kleinen Problemchen und es ist halt nicht alles heiter Sonnenschein, so wie es vielleicht in der Kamera wirkt. Wenn ich jetzt schon mal hier so stehe mit aufgeknöpfter Hose, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar probiere ich jetzt den ersten Badeanzug für euch, weil ich jetzt gerade Lust habe, einen Badeanzug zu probieren.
ein, ich würde es jetzt mal eher sehr gewagtes Modell nennen, denn solche Farben würde ich sonst vielleicht nicht unbedingt tragen. Aber als Badeanzug finde ich es richtig, richtig klasse. Ich bin im Moment ja auch so ein kleines bisschen gebräunt. Da glaube ich, könnte das sehr schön wirken. Also es ist ein ganz normaler Badeanzug mit oben so ein paar Rüschen, was ich toll finde, wenn man einfach einen kleineren Busen hat oder einen Busen, der nicht so straff ist, dann versteckt es schön. Und das hat hier an den Armen noch so ein bisschen was zum Wackeln. Ich bin drin. Ich muss gleich dazu sagen, das ist keine Größe 40, sondern eine 42 und er ist ein kleines bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen locker, aber vor allen Dingen hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, das könnte man hier vielleicht sogar noch ein bisschen enger stellen. Ansonsten fühle ich mich sehr wohl, weil der ist hier so ein bisschen weiter runtergeschnitten. Also, mein Po ist schön bedeckt, das zeigt hier nicht zu viel. Wenn das so ein bisschen strafferes Material ist, wie das ja meistens bei Badesachen ist, dann ist auch mein Bauch flacher, was ich natürlich sehr begrüße. Und wie gesagt, das hier oben finde ich toll, weil wenn ich das nicht hätte, ich zeige es euch einmal, habe ich halt einfach keinen Busen, fast keinen Busen, eigentlich eher keinen Busen und der klebt so richtig schön an meiner Haut, weil er halt so flach ist. Aber so, glaube ich, sieht das eigentlich ganz nett aus, wenn mir das jetzt nicht abhaut. Auf jeden Fall ein schöner Badeanzug, vor allen Dingen, wenn man hier einfach schöne Kurven hat und das mag, wenn ein bisschen mehr vom Po bedeckt ist, weil es geht, finde ich, wirklich schön weit runter, ist das ein ganz, ganz tolles Modell. Jetzt wollte ich mich schon ausziehen, um euch das nächste zu zeigen, aber dann bin ich ja hier nackig. Also ich zeige es euch jetzt einmal so. An diesem Teil konnte ich nicht vorbei. Ich weiß nicht wieso, ob es die Farbe war, die mich so angesprungen hat. Auf jeden Fall haben wir hier einen quietschgelben Badeanzug mit Schößchen. Also hier mit schön zum Bauch verstecken, so einem kleinen geriffelten Zeug am Bauch. Hat allerdings sehr viel Brust- und Rückenausschnitt. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht mit so einer flachen Anti-After-Still-Brust, wie meine ist. Aber ich glaube, das könnte wirklich ganz niedlich aussehen. Oh nein, ich glaube, der ist verkehrt rum. Einen Moment bitte. Sag mal, wie rum gehört das denn? Okay, ich weiß überhaupt nicht, ob das klar geht, weil es ist wirklich sehr knapp. Ja, ich hoffe jetzt wirklich, dass hier gerade nichts entblößt ist, aber ich habe ja keinen Spiegel da. Ich versuche nochmal so ein bisschen rumzuzupfen. Also mit dem Brustausschnitt bin ich nicht zufrieden. Das ist halt einfach... also meine Brüste sehen aus wie flach gedrückte Pfannkuchen. Das hier wiederum finde ich echt niedlich. Also ich finde es schön, wie das hier geschnitten ist, mit diesem bisschen verspielten. Und ich glaube auch, von hinten sieht er echt süß aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, aber ich glaube, dieser Rückenausschnitt und dass das hier genau über dem Hüftspeck so ein bisschen flatterig ist, könnte ganz nett wirken. Aber das hier geht halt einfach gar nicht klar. Man kann halt unter dem Bikini nicht einen Top anziehen, das bis hier hoch geht. Also da fällt mir ja alles raus. Nee, also das hier geht nicht, aber das hier finde ich eigentlich ganz süß. Als nächstes würde ich sagen, versuchen wir mal einen Bikini. Ist natürlich High-Waist, also dass er ein bisschen über den Bauch geht, glaube ich zumindest, dass das einer ist. Und der ist jetzt ein bisschen weiter runtergeschnitten. Also für alle Damen, die ihren Po ein bisschen mehr verstecken möchten, ist der, glaube ich, ziemlich gut. Okay, ich finde, ich sehe ein bisschen aus, als werde ich zum Militärübungsschwimmen gehen. Ich fühle mich nicht wohl. Erstens, weil die Höhe von dem High-Waist mir nicht hoch genug ist. Also wie man auch an meiner Bräunungslinie erkennen kann, trage ich was, was ungefähr bis hier geht. Also einfach ein bisschen höher, weil ich halt einfach keinen Bauchnabel mehr habe. Also das ist nur so lose Haut und das sieht dann da einfach richtig dämlich aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, selbst wenn man den großen Po hat, diesen Schnitt nicht schön, weil ich finde, das ist einfach zu viel Stoff. Ich glaube, es sieht wirklich schöner aus, wenn man breite Hüften hat und viel Po hat, wenn man hier nur so ein Schnürchen hat, vielleicht noch mit einer Schleife hier. Das ist einfach zu viel Stoff. Also ich finde, das macht noch breiter, als es eh schon ist. Ich mag auch nicht, dass hier das so weit runter geht. Also ich finde einfach so Cutouts schöner. Und das Oberteil gibt mir persönlich gar nichts. Es sieht aus wie ein Sportoberteil. Das hat halt hier so einen Knoten, aber da habe ich halt gar keinen Halt. Also das ist auch mit Sicherheit nichts für einen großen Busen. Ja, also das finde ich nicht gut. Versuchen wir den nächsten Bikini. Ich glaube, da ist die Hose das komplette Gegenteil von dem, nämlich sehr hoch geschnittene und das Oberteil mit sehr viel Rüschen und sehr feminin. Also da bin ich sehr gespannt drauf und das war auch tatsächlich der, den ich gerne behalten möchte, falls er mir passt. Okay,
das ist ein Bikini, wie er mir gefällt. Ich weiß jetzt nicht, ob das perfekt gebunden ist, weil ich, wie gesagt, hier keinen Spiegel habe. Aber ich liebe dieses Oberteil, weil das ist zum selber Schnüren. Also das hat ganz viele Schnüre hier rundum. Das heißt, man kann es auch ein bisschen lockerer machen, ein bisschen weiter, hier höher oder tiefer. Ich mag sehr gerne, dass das so ein bisschen gerüscht ist. Man hat Halt, also das ist halt unterm Busen. Das ist so kein Körbchen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ein bisschen wie ein Triangel-Bikini. Ich hebe die ganze Zeit meine Brüste hoch. So. Das hier finde ich super, super süß, weil es einfach so ein bisschen ablenkt, ein bisschen versteckt und schummelt. Bei der Hose bin ich mir nicht 100% sicher. Was ich sehr gerne mag, ist die Höhe. Also die Höhe nicht, aber die Höhe, die finde ich gut. Also ich mag das einfach, wenn es, wie ich euch gerade gezeigt habe, über den Bauchnabel geht. Womit ich mir nicht sicher bin, sind die Speckluken hier. Also ich weiß nicht, ob das cool ist, dass hier so ein bisschen Fett rausgedrückt wird, wobei ich nicht weiß, wie schlimm das wirklich ist. Also ich sehe es ja jetzt nicht im Spiegel. Ein bisschen vielleicht. Also vielleicht doch lieber eine geschlossene Hose. Aber ansonsten finde ich den Schnitt von der super. Die hat auch für mich genau richtig viel Po. Also einfach halt wie eine Bikinihose Po haben sollte, aber nicht zu knapp und zu hoch. Ja, also den Schnitt von der finde ich super. Das Bikini-Oberteil finde ich ganz klasse. Nur, wie gesagt, die Specktürchen müssten jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Dann versuche ich mal gleich noch den vorletzten Bikini hinterher, bei dem ich mir überhaupt nicht sicher bin, was ich mir gedacht habe, aber wir gucken mal. Die Hose ist sehr eng. Ich weiß nicht genau, wieso. Das Oberteil ist im Übrigen auch sehr eng, obwohl beides Größe 40 ist. Also das spannt schon sehr, aber an sich finde ich das perfekt. Und zwar ist die Hose genau richtig geschnitten für meine Typfigur. Das ist halt alles schön eng, nur halt, ich glaube, ein bisschen zu eng. Also ich glaube, das sieht jetzt hier eher mehr aus, als es eigentlich ist. Sollte vielleicht eine Nummer größer sein. Das Muster lenkt perfekt ab. Also man sieht halt, das sieht halt einfach alles kompakt aus. Ich mag das halt gerne, wenn es nicht schwabbeln kann. Und das Oberteil finde ich klasse, weil das hat Bügel. Brauche ich nicht, weil mein Busen groß ist. Aber man sieht, also ihr seht höchstwahrscheinlich auch, dass ich halt einfach ein bisschen Dekolleté habe. Also das sieht halt einfach nett aus. Ist so ein ganz normales Bikini-Oberteil mit Verschluss hinten. Also kein Triangel, was ja vor allen Dingen bei Frauen mit großen Busen wichtig ist, dass die hier einfach vielleicht sogar mit breiteren Trägern einfach ein bisschen Unterstützung haben. Ich persönlich kann auch nicht so gut Sachen im Nacken tragen, einfach wegen meiner Migräne. Darum ist das Oberteil sehr schön. Da habe ich sehr viel Halt. Also da könnte ich super mit den Kindern schwimmen und spielen gehen. Und die Hose finde ich vom Schnitt, wie gesagt, einfach toll. Müsste nur eine Nummer größer sein. Das nächste Teil ist ein Badeanzug, den ich gesehen habe und von dem ich mir so sehr wünsche, dass er mir irgendwie steht, weil ich ihn so toll finde. Hat ein bisschen wenig Stoff, aber ja, kann man ja mal versuchen. Und zwar ist das halt so ein Badeanzug, der nur hier vorne bedeckt und der Rest ausgeschnitten ist. Ich weiß nicht, wie gut das mit meinen Hüftgoldpolstern hier funktionieren wird, aber das sehen wir ja gleich. Okay, also ich glaube, wir haben genau das Problem, was ich schon gesagt habe, nämlich, dass ich hier einfach ein bisschen zu viel habe. Es ist auch irgendwie hier vorne ein bisschen knapp bemessen. Also ich glaube, das müsste einfach vielleicht ein bisschen enger zusammen sein. Ich liebe die Farbe, ich liebe die Rüschen hier an den Ärmeln. Nur damit fühle ich mich einfach ein bisschen unwohl. Ich weiß nicht, ob es jetzt schlimmer sich anfühlt, als es aussieht, aber ich glaube, es sieht einfach nicht so toll aus. Po finde ich wieder klasse, das sieht gut aus. Auch das hier vorne finde ich okay. Das, wenn ich da jetzt ein bisschen besser gebräunt wäre, glaube ich, wäre das in Ordnung. Das finde ich auch ganz süß, aber ich glaube, es wäre einfach cooler, ich halte jetzt mal hier zu, wenn das hier bis hier hoch gehen würde und halt, also breiterer Stoff natürlich nicht so, aber ich glaube, dann wird es einfach besser aussehen, wenn man so eine Figur hat wie ich. Und hier vorne, aber das könnte man auch selber machen, würde ich das vielleicht einfach irgendwie ein bisschen mehr zunähen. Ansonsten, was meint ihr? Kann ich mein Hüftgold zeigen? Also den werde ich definitiv nicht behalten, aber die Idee war toll. Ich habe jetzt tatsächlich noch einen, der ungefähr ähnlich ist wie der, den ich gerade anhabe, nur ich glaube, der hat ein bisschen mehr Stoff. Aber den versuche ich jetzt mal noch, ob der vielleicht ein bisschen besser ist. Oh, ich finde den schön. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich schön finde, wenn ich es jetzt in der Aufnahme sehe und ob man das hier vorne ein bisschen enger machen kann. Das wäre nämlich vorteilhaft für mich. Ja, kann man. Oh mein Gott, wie toll. Also, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Brustsupport hier. Ich weiß, der ist jetzt hier knapper geschnitten, was man dran sehen kann an meiner Bräunungslinie, dass ich sonst was anhabe, was ich höre. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde, da kann man ruhig ein bisschen mehr zeigen. Auch vom Po, der jetzt wahrscheinlich weiß sein wird. Entschuldigt schon mal. Also, hier
finde ich, kann man ein bisschen was zeigen, wenn der Rest bedeckt ist. Also ich liebe das genau da, wo Problemzonen sind bei mir, also hier und hier Stoff ist. Das ist auch gerade hier vorne optimal geschnitten, also hier hin. Und dann kann ich hier ein bisschen braun werden, finde ich super. Das finde ich ganz süß hier oben, wie das gebunden ist und mit den Trägern so, dass das hier so... Ich finde den toll, ich liebe den, ich finde den richtig, richtig klasse. Nur leider ist er der teuerste, den ich bestellt habe. Warum gefallen mir immer die Sachen, die am teuersten sind? Jetzt habe ich noch einen Badeanzug für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen. Das ist ein ganz normaler Shaping-Badeanzug. Also etwas, das angeblich die Figur straffen soll. Ich will jetzt mal gucken, inwiefern das wirklich stimmt. Oh, wow. Oh mein Gott. Ich fühle mich wie eine griechische Göttin. Ist der toll. Ich muss mich die ganze Zeit befummeln, weil sich das so gut anfühlt. Also, als allererstes mal, ich liebe das hier. Habe ich, glaube ich, noch nie bei einem Badeanzug gesehen. Also, das finde ich ganz toll. Nummer zwei. Das sieht jetzt ein bisschen so aus wie dieses Oberteil von dem grünen Bikini, der mir ja hier keinen Halt gegeben hat. Aber dieses Teil hat eingebaute Cups, also Kissen, hier in dem Bikini-Oberteil, würde ich sagen, Oberteil, wo man die Brüste reinlegen kann. Also da sind halt einfach so Polster, da hat man keinen Nippelalarm und nix. Das hier ist, oh mein Gott, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Also wir haben hier ein Band mit Gürtel. Ich liebe Gürtel, ihr wisst, ich liebe Gürtel. Das genau hier den Stoff stramm zieht, wo das Hüftgold liegt. Also das ist hier richtig knackeeng. Und dann hier vorne den Gürtel drüber macht, wo halt das Gewabbel los ist. Höhe hier, optimal. Und ich glaube auch der Po, ich mache ihn nochmal richtig für euch, sieht richtig toll aus. Und das Teil hat Rückenausschnitt, passt auf. Tada! Also wir haben einen schönen Po, wir haben Rücken frei. Das heißt, das kann alles brutzeln, ohne dass man hier so einen Streifen hat. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Badeanzug. Schwarz macht sowieso immer schlank, aber ich glaube, für meine Problemzone hier und hier ein bisschen weniger, wo ich nicht so viel Halt brauche, hier, ist das der perfekte Badeanzug. Am Schluss habe ich jetzt ein kleines bisschen geschummelt. Ihr kennt alle höchstwahrscheinlich von Instagram meine eigene Bikinihose, und zwar diese hier mit diesem Muschelsaum. Ich liebe sie sehr, aber ich hatte bis jetzt noch kein passendes Oberteil dazu. Also habe ich mir zwei Oberteile bestellt und möchte jetzt mit euch einfach mal gucken, welches davon besser mit der Hose harmoniert. Es tut mir übrigens ultra leid, dass ich ungefähr keine Frisur mehr habe und mir der Schweiß nur so ins Gesicht steht. Aber es ist halt einfach immer noch Sommer. Wir sind drin. Erstmal meine Bikinihose. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Ich liebe den Schnitt. Ich mag, dass die hier nur so Abnäher drin hat. Also es macht einfach ein bisschen straffer. Ich liebe den Muschelsaum, heißt das hier, weil der Stoff geht nicht unbedingt höher, aber es versteckt halt einfach ein bisschen mehr, weil es halt geraffelt ist. Das haben wir auch am Po. Was ich finde, halt einfach, ja, es gibt halt einfach so eine schöne Kante hier. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Frauen da draußen, die Probleme mit Rasierpickelchen haben. Die sieht man da nicht, weil dieser Muschelsaum geht halt, das ist jetzt gerade absolut nicht YouTube geeignet, aber man sieht es halt hier einfach nicht. Das ist übrigens kein Haar, sondern ein Fussel. Aber das ist halt einfach alles versteckt. Also die mag ich sehr. Das Oberteil aber hat erstens einen anderen Schwarzton, warum auch immer. Aber das... Warum sehen diese Sport-BH-Teile bei anderen Frauen so gut aus und bei mir so kacke? Also ich mag das gar nicht. Das quetscht hier alles so zusammen und sieht halt einfach nicht schön aus. Was aber vom Schnitt schön ist, ist sowas hier. Also das mag ich sehr gerne. Und ja, ich weiß, es gibt viele kleine und kurvige Frauen, die viel Busen haben, die können sowas leider nicht tragen. Also ich kenne keine Frau mit viel Busen, die freiwillig ohne Träger trägt. Aber es gibt mit Sicherheit Oberteile wie das hier, das Träger hat. Es geht ja nur um die Form hier. Ich mag sehr, dass auch oben und unten diese Muschelteile sind, genauso wie bei der Hose. Ich glaube, auch wenn es weniger Stoff ist, sieht es besser aus als das davor. Und es ist halt hinten auch zum Schnüren, also auch ganz niedlich. Und ich mag gerne, wenn nichts hier ist. Also ich mag das einfach gern, weil ich sonst immer Verspannungen überall bekomme, obwohl ich keinen Busen habe. Ja, ich weiß. Aber ja, ich glaube, das sieht definitiv besser aus als das andere. Okay, ich sehe aus, als hätte ich gerade 17 Stunden durchgetanzt und durchgefeiert, weil ich komplett meine Frisur verloren habe und einfach aussehe, als wäre ich gerade wirklich schwimmen gewesen. Einen Moment. So, versuchen wir das mal.
Wo kriegt ihr eigentlich immer Schweiß? Also ich habe Brustschweiß, obwohl ich keine Brüste habe. Und Oberlippenschweiß. Immer. Man bringe mir den Fächer. Ich versuche es jetzt einfach mal auf einen Punkt zu bringen. Ich glaube nicht, dass mehr Stoff bei kurvigeren Frauen besser ist. Glaube ich ganz und gar nicht. Ich denke, wenn man viel Profilhüfte hat, ist eine breite Lage Stoff nicht unbedingt vorteilhaft, sondern eher ein schönes Bändchen mit einer Schnur, also genau sowas wie das hier hinten, eine schöne Schleife. Dann sieht das einfach schick aus. Wenn man ein bisschen Bauch hat, High-Waist, also solche Teile hier, oder Badeanzüge. Ich bin so happy darüber, dass diesen Sommer Badeanzüge so im Trend sind, weil man halt einfach alles drunter verstecken kann. Und die gibt es in so tollen Modellen. Man sieht halt trotzdem einfach richtig sexy drin aus. Ich habe kein Problem damit, ein bisschen Haut zu zeigen. Aber nur weil ich mit meinem Körper zufrieden bin, muss ich nicht alles zeigen. Das könnt ihr ja auch für euch entscheiden, wie ihr das möchtet. Ich hoffe sehr, dass da jetzt ein paar Tipps dabei waren, die für euch hilfreich waren. Ihr könnt mir natürlich gerne jetzt wieder in der Abstimmung, entweder hier oder hier, ich kann es mir nicht merken, sagen, welches Teil ihr am besten fandet. Oder natürlich immer in die Kommentare, was ihr ganz schrecklich oder ganz schön fandet, schreiben und wie immer eure Ideen für weitere Videos da lassen. Und bitte, bitte, bitte macht weiter, mich auf Instagram so fleißig mit dem Hashtag Klein und Kurvig zu unterstützen. Ich bin da so stolz drauf. Es macht mir so viel Spaß, eure Bilder anzuschauen. Also macht es weiterhin und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao! Boy, you had it from the start. Played the game, you played your part. Heavy hearts and cautious dreams. Hate to cause to make the